Ja, da steht der Drecker knietief im Schlamm. Wie das so weit kommen konnte, das erfahrt ihr in der heutigen Map-Vorstellung. Und damit hallo und recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen kleinen LS22 Map-Vorstellung. Und die Map, die wir uns diese Woche anschauen, ist die Hallig-Petrus. Die Karte kam ursprünglich, glaube ich, vor 3-4 Monaten raus und hat jetzt nochmal ein kleines Update bekommen. Ich hatte damals keine Zeit, mir die anzugucken, bin aber jetzt Gott sei Dank nochmal dazugekommen. Wenn ihr nicht wissen solltet, was eine Hallig eigentlich ist, kurzum gesagt, es ist im Prinzip einfach eine kleine Insel in der Nordsee. Und genau das ist so ein Punkt, was diese Map sehr interessant macht. Erstens, es ist, ja, die Map besteht aus zwei kleinen Inseln, die jetzt nicht per se miteinander verbunden sind über eine Brücke oder Fähre oder sowas, sondern nur Verkehr zwischen den beiden Inseln möglich ist, wenn Ebbe ist. Und das bringt uns eigentlich auch gleich zu der Hauptattraktion dieser Map, denn auf dieser Karte gibt es Ebbe und Flut verbaut. Das heißt, ihr habt von 6 bis 12 Uhr bzw. von 18 bis 24 Uhr Ebbe und von 12 bis 18 und 0 bis 6 Uhr Flut. Und ja, die Straße zwischen den beiden Inseln ist quasi nur zu befahren während den Ebbezeiten, sprich zwischen 6 und 12 oder zwischen 18 und 24. Wenn ihr Maschinen von einer Insel zur anderen Insel schafft oder Maschinen von der einen Insel auf der anderen Insel braucht, ja, müsst ihr euch eben nach Ebbe und Flut richten, weil sonst bekommt ihr diese Maschinen nicht transportiert. Außerdem kommt im Oktober immer eine Sturmflut zwischen 9 und 18 Uhr und die setzt dann das ganze, ja, also wirklich das komplette Land unter Wasser. Wichtig wäre dabei zu erwähnen, dass ja, die Sturmflut jetzt aber keine Schäden irgendwie verursacht an eurer Ernte, an den Tieren, an den Fahrzeugen und so weiter. Aber, ja, wie gesagt, das ganze Land ist eben unter Wasser und ihr könnt in der Zeit dann nicht groß irgendwas machen. Außerdem kommt die Map in zwei Versionen. Die erste Version ist die ganz normale Standardversion mit den, ja, ich sag jetzt einfach mal, Giants Standardeinstellungen. Und die zweite Map hat eine angepasste Fütterung. Das kennen wir auch schon von ein paar anderen Karten. Sprich, die, ja, das Futter, was benötigt wird, ist einfach viel diffiziler. Ihr braucht mehrere verschiedene Futterarten, die eure Tiere benötigen. Und nur wenn die alle gegeben sind, dann reproduzieren sich auch eure Tiere. Außerdem haben wir 6 Bauernhöfe auf der Map verbaut, was relativ viel ist für so eine kleine Inselkarte. Davon ist auch ein Bauernhof so konzipiert, dass ihr den komplett neu aufbauen müsst. Das finde ich ganz cool. Wir haben verschiedene Tiergehege auf der Karte verbaut und ja auch ein paar Weiden. Und was da ganz cool ist, da gibt es zum Beispiel auch ja, kleinere Ställe, zum Beispiel einen Kuhstall, wo dann auch nur so eine Handvoll Tiere reingeht, was ich für diese Map auch sehr passend finde. Wir haben 36 Felder zum Bewirtschaften auf der Karte, davon sind 49 Ackerland, 14 Wiesen und 2 Wälder in der Größe von 0,1 bis 6,2 Hektar. Außerdem haben wir auch noch ja, die Möglichkeit, mit Ferienhäusern Geld zu verdienen. Und das ist aber so ein Punkt, wo ich dann wirklich mal die Hilfe von euch brauche, weil ich in der Zeit, wo ich jetzt hier rum experimentiert habe, nicht herausgefunden habe, wie das so richtig funktionieren soll. Und zu erwähnen, finde ich, wäre auch noch eine spezielle Verkaufsstelle, beziehungsweise ist das so eine Überladestelle, wo ihr ja, in einen Container verladen könnt und von dort dann sozusagen eure Güter auf das Festland verkauft werden. Das schauen wir uns dann aber gleich später auch nochmal ein bisschen genauer an. Ja, das war es dann erstmal zu den Hard Facts der Karte. Ich würde sagen, wir schauen nochmal kurz Produktionen, Produkte an und vor allem die PDA. Und dann drehen wir nochmal eine kurze Runde über die Karte und ich zeige euch so ein bisschen meine optischen Highlights der Map. Wobei eine Sache wäre noch zu erwähnen, weil die Fragen garantiert wieder kommen. Die Map ist aktuell 511 MB groß, für PC, Mac sowie sämtliche Konsolen verfügbar. Und ihr braucht auch noch eine Reihe von Maps, die aber alle aus dem Mod-Hub
runterzuladen sind. Wenn ich die Muse habe, verlinke ich die unten auch nochmal einzeln in der Videobeschreibung. Und dann hätten wir hier einmal die PDA der Hallig Petrus. Ihr seht, wir haben diese beiden kleinen Inseln, die, wie gesagt, durch diesen kleinen Weg verbunden sind, der nur befahrbar ist, wenn Ebbe ist. Ansonsten, ja, viel Felder für so eine kleine Insel, finde ich ganz nett. Und ihr seht auch, dass ja immer so ein bisschen Wiese ringsrum um die Felder ist. Das sehen wir uns dann gleich auch nochmal an. Ansonsten die Höfe überall gelegen. Ihr seht es, also sind immer diese Anbündelungen an ja, verschiedenen Triggern. Wir haben ansonsten ja so ein paar Verkaufsstände, die ich auch ganz interessant finde, wie zum Beispiel die Schule, die wir hier haben, haben hier unten dann auch genau diese Containerverkaufsstelle, die wir da haben, die wir uns dann nochmal anschauen. Ansonsten ja, haben wir hier noch so einen kleinen Kurs eingezeichnet, wo halt die Schiffe langfahren. Es fahren nicht wirklich, also man sieht im Hintergrund natürlich schon so ein paar Deko-Schiffe, aber das Schiff, was hier liegt, fährt jetzt nicht wirklich ab. Das ist halt bloß, weil das so diesem Seekartenstil entnommen ist. Das finde ich ganz cool. Haben dann hier unten noch ja, diese Ferienhäuser, die wir uns dann nochmal anschauen, weil ich nicht so ganz genau rausgefunden habe, wie das funktionieren soll und auch nirgendwo sonst da eine gescheite Erklärung gefunden habe. Und haben hier hinten in diesem Bereich noch den Bauernhof, den wir uns dann selbst so ein bisschen ausbauen können. Zu den Feldfrüchten haben wir noch Tritikale, Feldgras und Roggen. Wenn wir dann einmal ja, in die Verkaufsstellen schauen, sehen wir, dass wir da für so eine kleine Karte relativ gute Sachen haben. Und ja, auch wie gesagt, die Verkaufsstellen beim Tierhändler, der Händler Jansen oder dann wie gesagt eben auch den Container, wo wir vieles verkaufen können oder am Restaurant oder auch die Schule beliefern können. Das ist von den Verkaufsstellen, finde ich, das sehr abwechslungsreich und ganz, ganz cool gemacht. Ansonsten hätten wir noch die Produktionen. Da haben wir sehr viel oder einweg Standard gehalten, haben dazu noch ja, direkt ein großes Gewächshaus verbaut. Wir haben natürlich eine Biogasanlage, das darf ja auf keiner LS-Karte fehlen. Ansonsten die Getreidemühle, die Bäckerei, wir haben die Molkerei. Ja, wo wir dann zusätzlich noch Schokomilch herstellen können und Erdbeermilch oder Milchpaletten. Das haben wir als ja, zusätzliche Produkte noch mit drin. Ansonsten die Stoff- und Kleidungsproduktion, Ölmühle, Schreinerei und ja, die Schneiderei. Und dann springen wir direkt auch schon einmal rein in die Karte und fangen an auf dem Ewaldshof, beziehungsweise Ewalds Warft heißt es ja dann hier, es ist der Schafhof. Ich blende auch mal die Karte wieder mit ein, dass ihr ungefähr seht, wo wir sind. Und es fällt natürlich auf, dass es schon wieder sehr, sehr hübsch ausgestaltet aussieht, der Hof. Sind auch alle Höfe, auch dafür, dass wir recht viele haben, sind die alle recht hübsch gemacht, alle recht individuell. Das finde ich ganz cool, auch mit diesen ja, roten Backsteingebäuden. Finde ich ganz cool. Wir haben auf den wie diese Steinlayer verbaut, den ich am besten finde, also das Beste, was Giants im 22er neu gemacht hat. Wir haben freilaufende Hühner, finde ich immer ganz cool. Gerade auf so einem kleinen Hof, ja, ist es dann halt auch öfters einfach so ein kleines Teichgebiet hier vorne mit dem Gewächshaus. Wir haben ein paar Bienen hier verbaut und ah, ja, auch wie gesagt, auch die Grünstreifen ringsrum, das ist immer ganz cool ausgestaltet. Haben wir dann hier auch schon mal so den ersten Blick auf den Leuchtturm, der sich hier auch befindet. Eine Sache ist halt ein bisschen interessant, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar, das Wasser sieht halt aus der Ferne, das ist ein kleines bisschen komisch, also wenn das irgendwie nicht richtig geladen ist oder so, es hängt halt einfach damit daran, dass es ein bewegliches Objekt ist und sich Ebbe und Flut anpasst. Deswegen, wenn man immer dann so am Inselrand steht und so aufs Meer schaut, sieht es immer
aus, als ob das so ein kleines bisschen komisch reflektiert. Aber ja, das ist halt einfach so. Und dem geschuldet, dass das eben wirklich so direkt ist. Wie gesagt, Bienen sind verbaut. Ansonsten auch immer mit so kleinen, ja, hier ein paar Fässer hier hinten haben wir an dem Misthaufen, wo dann noch diese kleine alte Schubkarre steht. Das ist ganz cool. Es ist der Schafhof, da dürfen natürlich Schafe auch nicht fehlen. Finde auch cool, dass da die Bienen hier mit drin sind. Ansonsten auch hier wieder die Backsteinunterstellmöglichkeiten. Finde ich ganz cool, beziehungsweise ist es natürlich hier das Teile vom Schafstall. Das ist schon ganz passend gemacht. Es ist ganz hübsch ausgestaltet. Und ja, eine Überladefläche auch hier so hinten. Ein kleiner Hinterhof. Ein bisschen mit Brennholz, mit der Kreissäge, eine kleine Feuerstelle. Alles schön eingehackt. Das ist schon ganz cool gemacht. Und wenn wir dann mal hier so hin rausgehen und sehen, dann die Feldwege, die eben auch hier handgemalt sind. Hat immer meine größte Bewunderung. Man muss dann natürlich sagen, hier und da an einer oder der anderen Stelle passen dann halt einfach die Fahrspuren nicht so richtig. Das ist halt immer so ein bisschen zu breit. Liegt aber, wie gesagt, an der Rasterformatierung von Giants. Da können Menschen, die das machen, nichts dafür. Weil hier das einen relativ guten Eindruck macht. Ansonsten ist es natürlich, es ist eine Insel, eine kleine Insel. Es ist relativ flach. Nichtsdestotrotz haben wir mal so, wie so hier bei dem Hof, so ein paar kleine Erhebungen, wo ja, der Hof dann einfach so ein kleines bisschen hochgeht. Das finde ich schon ganz cool. Auch die Texturen, wie gesagt, die verbaut sind. Ist echt alles richtig schick, schön gemacht und macht schon alles einen ganz, ganz coolen Eindruck. Und wir fahren jetzt einmal vom Schafhof runter über diese kleine tolle Brücke, sehen da hier auch diesen Fluss, diesen Bach oder einfach eine Entwässerung, was auch immer es ist. Es ist auf jeden Fall mit dem Meer verbunden und wir sehen, dass gerade Flut ist, denn auch dieser Teil, dieser Fluss liegt dann trocken, wenn Ebbe ist. Wir fahren weiter in Richtung Kartenmitte bzw. Inselmitte und sehen auch mal so links und rechts so ein bisschen, dass man einen Eindruck bekommt für die Feldergrößen und Wiesengrößen. Und ja, begeben uns jetzt einfach mal in die Ortschaft. Auch hier integriert haben wir dann Verkaufsstellen, wie hier zum Beispiel, das ist die Schule. Und ihr seht auch, wenn ihr hier was verkauft, ihr könnt ja hier dann einfach irgendwie rückwärts mit einem 40-Tonner ranfahren. Ja. Das ist schon alles ein bisschen defiziler. Müsst ihr mit kleineren Geräten handwerken. Ja, wie gesagt, auch hier Spielplatz sehr schön ausgestaltet. Alles auch sehr schön begrünt und ja, mit Sinn und Verstand positioniert, muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Auch hier die Gebäude finde ich sehr passend. Eine kleine Kirche. Da hinten haben wir sogar einen kleinen Friedhof. Wir sehen KI-Personen laufen rum. Auch viel über Feldwege. Vielleicht sehen wir das dann noch. Das ist dann natürlich, wenn man realistisch spielt und die Menschen jetzt nicht umfahren will, ein kleines bisschen nervig. Aber wie gesagt, ihr könnt auch zur Not einfach mal durchfahren. Verkehr haben wir nicht auf der Insel verbaut. Das finde ich ein kleines bisschen schade. Das ein oder andere Auto würde auch auf den engen Straßen hier, weil man muss ganz ehrlich sagen, das sind so die Straßen, mit denen ihr euch auseinandersetzen müsst. Ansonsten habt ihr noch Feldwege zur Abwechslung. Ist einfach, ja, wäre eine Sache, die ich ganz cool finde. Wie gesagt, wenn auch auf diesen engen Straßen mal das ein oder andere Fahrzeug entgegenkommt. Ihr seht auch immer, Feldzufahrten sind gepinselt. Und ja, wenn wir dann hier hinten raus machen, seht ihr einfach mal, wie nett so eine Hallig aussehen kann. Wie gesagt, ist hier jetzt, ich kann euch gar nicht sagen, ob die Hallig Petrus jetzt, muss ich vielleicht mich nochmal schlau machen, ob das eine echte Hallig ist. Echte Insel. Auf jeden Fall sehr schön landwirtschaftlich umgebaut. Und haben wir natürlich auch im Hintergrund so ein bisschen die Windräder hier, die natürlich in der Nordsee auch nicht fehlen dürfen. Ansonsten, wie gesagt, so kleine Straßen, das ist auch die Texturen hier, gefallen mir sehr gut. Auch die Übergänge zu den Wiesen. Hier und da wächst natürlich mal ein bisschen Gras mit in die Straße. Aber das ist alles vollkommen in Ordnung und vollkommen cool. Wie gesagt, Beschilderungen haben wir, Straßenschilder sowie Wegweise. Ihr könnt euch also gar nicht verfahren hier. Und muss ganz ehrlich sagen, so optisch macht das Ding wirklich einen sehr, sehr hübschen, sehr, sehr schicken Eindruck. Wir befinden uns jetzt ganz im Osten der Hauptinsel und da findet ihr diesen verwilderten Hof, den ihr quasi
ja, selbst wieder herrichten müsstet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, auf einer Karte noch nie so einen schönen, und das ist jetzt wirklich, also schönen verlassenen, schönen zerfallenen Hof gesehen. Hier, das sieht wirklich super realistisch nachgebildet aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, ihr könnt es einfach das Grundstück kaufen und könnt hier alles, was hier drauf steht, übers Baumenü verkaufen und könnt euch dann hier austun oder ja, wie gesagt, für Roleplay-Leute vor allem ein absoluter Segen, dieses Ding. Auch hier habt ihr wieder so einen netten kleinen Teich. Es ist echt für so ein Verlag, es ist super cool ausgestaltet. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann es bloß nochmal wiederholen. Ich habe, glaube ich, auf einer Karte noch nie so einen coolen, cool ausgestalteten verlassenen Hof gesehen. Auch hier in der Hinsicht könnt ihr euch voll austun. Wir befinden uns jetzt ganz im Westen der Hauptkarte im, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Hafengebiet. Hier findet ihr zum Beispiel auch den Tierhändler, noch relativ viele Verkaufsstellen und ja, solche Späße. Auch das, wie ihr seht, ganz, ganz nett ausgestaltet. Hier ist auch das Restaurant zum Beispiel eine Verkaufsstelle. Und von hier kommen wir dann eben auch unter anderem zu der Containerverladestelle. Hier so eine tolle Zufahrtsstraße. Ihr seht, ihr habt auch eine Feuerwehr, wenn ihr euch da austun wollt. Ansonsten auch hier alles sehr nett ausgestaltet mit viel Grün. Alles auch sehr eng. Wie gesagt, ist eine Insel, ist nicht so viel Platz. Könnt ihr jetzt nicht irgendwie mit den fettesten Traktoren hier anrücken. So. Großen Maschinen macht eher weniger Sinn. Auch hier, wie gesagt, die Zufahrt mit LKW und sowas wäre noch ganz machbar. Kommt dann hier an die Docks und habt hier drin, wie gesagt, die Verkaufsstelle. Das heißt, ihr könnt jetzt auch hier nicht einfach mit irgendeinem 40-Tonner ranfahren und das Zeug abkippen, sondern das müsst ihr schon mit einem Stapler, mit einem Frontlader, mit was auch immer abladen und hier einzeln die Container befüllen. Das bin ich ganz ehrlich. Vielleicht gibt es viele, die auf sowas keinen Bock haben. Es gibt aber auch viele, die das ganz cool finden. Vor allem bringt es halt auch so einen gewissen Punkt an Realismus. Und muss ganz ehrlich sagen, findet diese Verkaufsstelle hier schon sehr, sehr, sehr cool. Und wir befinden uns jetzt einmal bei der, ich nenne es jetzt einfach mal Nemesis dieser Karte. Für mich, wir sind in dem Ferienhäusergebiet, was sich auf der Hauptinsel ja, im Südwesten befindet. Auch hier seht ihr, hier ist viel Verkehr. Wir haben sehr, sehr viele verschiedene ja, Ferienhäuser hier aneinandergereiht, die alle einen extra, ja, einen eigenen Namen haben, eine eigene Verkaufsstelle per se für sich sind. Denn hier, ja, wir können hier irgendwas abladen. Nur was, das erschließt sich mir nicht so ganz. Man kann hier nichts öffnen. Es wird einem im F1-Menü nichts angezeigt. Wir haben die Häuser auch nicht hier irgendwo mal als Verkaufsstellen deklariert. Wir haben es auch nicht ja, bei den Produktionen mit dabei. Also es wäre sehr nett, wenn jemand von euch da draußen, der sich damit auskennt, mir einfach mal erklären könnte, wie das mit den Ferienhäusern funktioniert. Ich habe alles gekauft. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe auch noch irgendwie einen anderen Haupttrigger gesucht, den ich aktivieren muss oder irgendwas. An und für sich eine sehr, sehr coole Idee. Weil man da quasi, ja, ich hatte mir das so vorgestellt, dass man da halt irgendwas auch liefern muss und man erhält dann da halt Geld dafür, ja, wenn man die Sachen alle befüllt hat, wie, keine Ahnung, Brötchen, Kuchen, Eier, Kleidung, schieß mich tot, was weiß ich, was man in so Ferienhäusern halt braucht und dafür dann einfach Geld bekommt und nicht einfach sich die Dinge kauft und dann so allgemein passiv einkommen. Aber, ja, vielleicht kann mir euch von euch da draußen irgendjemand erklären, wie die ganze Sache funktioniert. Und dann kommen wir einmal zu dem, ja, Highlight der Karte. Und zwar befinden wir uns jetzt an dem Weg, der auf die zweite Insel oder auf die kleine Nebeninsel führt. Und ihr seht, es ist 16.53 Uhr und ja, der Weg ist halt einfach unter Wasser. Man erkennt es vielleicht hier noch so ein bisschen. Ja, da unten geht ein Weg lang. Wir können auch mal runtertauchen. Ihr seht auch, hier, da geht dann der Weg lang. Das ist definitiv zu tief, um mit irgendwelchen Gerätschaften da durchzufahren. Aber dem kann ja Abhilfe geschaffen werden. Und zwar, indem wir halt einfach eine Zeit abwarten, wo
Ebbe ist. Und ihr seht, dann ist das Wasser auch wirklich gefallen. Und wir haben jetzt hier die Zufahrtsstraße zu der anderen Insel, die wir ganz gemütlich überqueren können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon eine Sache, die ich sehr, sehr, sehr cool finde. Das ist mal wieder so ein Punkt, wo einfach so auch eine Art neue Spielmechanik mit in das Spiel kommt. Und da bin ich sowieso sehr, sehr großer Fan davon. Können dann hier, wie gesagt, das Meer einmal überqueren, einmal durchqueren und sind dann drüben auf der anderen Insel, wo wir dann zum Beispiel eben auch noch weitere Felder finden, wo wir noch einen relativ großen Hof haben. Und wenn ihr eben Höfe oder Gerätschaften auf unterschiedlichen Inseln habt, müsst ihr einfach damit klarkommen oder beziehungsweise müsst ihr es einfach berechnen oder einplanen, wann ihr wo Gerätschaften braucht, weil eben Ebbe und Flut ein Ding ist. Wir haben hier auch die BGA. Wie gesagt, wenn ihr drüben euer Zeug aberntet und dann hier rüber schaffen wollt, geht halt bloß zu bestimmten Zeiten. Ne? Also müsst ihr euch danach richten. Und das finde ich schon sehr, sehr, sehr cool. Und ist definitiv halt so ein bisschen das, das Stille. Oder was heißt das Stille? Es ist einfach das Haupthighlight auf der Karte. Und ist natürlich auch eine Sache des Realismus. Was lässt sich dann zusammenfassend zu der Hallig Petrus sagen? Na klar, das ganz klare Highlight und sicherlich nicht nur für mich, warum man sich diese Karte unbedingt mal anschauen sollte, ist die Geschichte mit Ebbe und Flut, beziehungsweise auch diese Sturmflut-Sache. Aber davon mal abgesehen, ist die Karte auch wirklich sehr, sehr hübsch ausgestaltet und vor allem auch sehr gut durchdacht. Ich finde zum Beispiel auch sehr cool diese Verkaufsstellen, ob das jetzt der Container, die Containerbeladestelle ist oder auch die Schule als Verkaufsstelle, wo man halt nicht einfach mit irgendeinem großen Gefährt hinfahren kann und seinen Mist da abkippen, sondern schon gezielt überladen muss. Auch ein Highlight für mich ist sicherlich dieser verfallene Hof, der wirklich sehr, sehr schön aussieht und das Szenario mit der Insel, verfallener Hof, das bietet ja einfach so viele Möglichkeiten für ein sehr, sehr cooles Roleplay. Nichtsdestotrotz, ich finde es ein kleines bisschen schade, dass doch so gar keine Autos unterwegs sind. Es ist hier und da an manchen Stellen laufen irgendwie ein bisschen viel Menschen rum. Aber wenn das eben dann so einem überlaufenden Urlaubsinsel-Flair, nenne ich es jetzt einfach mal so, nachgebildet sein soll, dann ist es ja auch ganz okay und ist dann halt auch ein Punkt, wo die Menschen oder die Landwirte auf der Insel damit leben müssen. Ich finde es auch so ein bisschen schade, aber das lässt sich wahrscheinlich nicht anders regeln, dass, wenn man einfach am Rand der Insel steht und aufs Wasser blickt, der Wasserspiegel halt immer so matschig oder aussieht, als ob es irgendwelche Bildfehler produziert. Aber das hängt wahrscheinlich eben einfach damit zusammen, dass das Wasser halt diesen speziellen Ebbe- und Flutanforderungen irgendwie abverlangt wird. Nichtsdestotrotz ist die Hallig Petrus wirklich eine sehr, sehr coole Karte und wenn man mal von dieser Ferienhäuser-Sache absieht, wo ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass ich einfach zu doof bin, das zu kapieren, es ist wirklich auch eine sehr, sehr, sehr coole Karte. Und darum kommt die Hallig Petrus bei uns insgesamt auf eine Bewertung von 87,6. Jo, dann soll es das mal von mir, von hier, von der Hallig Petrus gewesen sein. Guckt euch das Ding unbedingt mal an. Es ist mit diesem Ebbe-Flut-Ding, das ist wirklich ganz, ganz cool. Bringt halt einfach so ein paar neue Herausforderungen, so ein paar neue Szenarien, die man einfach im Blick haben muss bei seiner täglichen landwirtschaftlichen Arbeit. Es sei vielleicht mal auch an der Stelle erwähnt, ihr könnt es dauert ungefähr so 20 Minuten, bis das Wasser steigt und gefallen ist. Und ihr könnt es auch nicht durch Ingame-Zeit vorspulen. Also das braucht wirklich knappe 20 Minuten Real-Time. So, ansonsten soll es das jetzt wirklich gewesen sein. Hab vielen Dank fürs Zusehen. Seid gespannt, was als nächstes kommt. Schaut mal bei einem Stream vorbei. Würden wir uns sehr freuen. Ansonsten, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.